Und da sind wir auch schon wieder. Ja, jetzt glaube ich, haben wir auch unseren Trichter. Ölschacht. So, und jetzt sag nochmal, was hier verschütten. So, ich habe das Planetensystem geölt. Hervorragend. Jetzt brauchen wir nur noch den Flüsterstein und die Kurbel. Oh, Flüstersteinhammer. Passt. Ich habe den Flüsterstein eingesetzt. Hervorragend. Wie bist du an ihn rangekommen? Das willst du gar nicht wissen. Dann will ich auch nicht gefragt haben. Achte aber in jedem Fall darauf, dass die Planetensteine in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind, ja? Na klar. So, und dann die Kurbel. Ach du Scheiße. Och Mensch. Schön, welche Farbe haben die? Och Mensch. Das ist ganz schön beeindruckend. Ich muss zugeben, ich bin ernsthaft eingeschüchtert. Ach komm. Das würde ich aber trotzdem gern wissen. Anschauen. Was ist das hier für eine Skizze? Das ist eine schematische Darstellung unseres Sonnensystems. Es zeigt die 5 Planeten. Avrius, Pornitus, Wernicus, Silens und Frobbel. Welcher ist welcher? Man kann sie anhand ihrer Größe unterscheiden, wie auch anhand ihrer Farbe, ihrer elementaren Zusammensetzung und ihrer Namen. Aber hier ist nur die Größe abgebildet. Das weiß doch jeder. Hm. Okay, dann habe ich jetzt mal eine kurze Idee. Jetzt brauche ich auch mal kurz was zum Schreiben. Da haben wir einen Stift. Zettel. So. Das sind die 5 Elemente. Von links nach rechts. Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Afrium. Nochmal nachgucken. Das sind die 5 Elemente. Von links nach rechts. Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Ach Mensch. Pollentium war das, glaube ich, oder? Von links nach rechts. Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Phrom. Rot. Violett, Orange, keine Ahnung, Gelb und Grün, Gelb, Grün, so, dann mal wieder zu unserem Meister zurück, ach komm Spot. Wird mal wieder anständig hier. Das gibt's auch nicht. So, da rein. Da hoch. Darüber. Die Größe nachzuurteilen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das erste das größte ist. Das wäre dann Vernium. Beziehungsweise Vernium wäre dann hier unten.
Das zweitgrößte wäre dann Avrium. Das wäre violett. Das wäre dann hier drüben. Das drittgrößte wäre orange. Sollte es das sein? Keine Ahnung. Pontium. So, Kurbel. Lieber nicht. Wenn ich die Kurbel direkt in die Zahnräder stecke, mache ich es am Ende noch kaputt. Okay, dann will ich jetzt mal fragen, dass wir das da mit dem da tauschen. Na? Lieber nicht. Ach Gott, Kurbel. Meine Güte. Okay, der Putt war noch nicht. Da, Putt. Was ist das hier für eine Skizze? Das ist eine schematische Darstellung unseres Sonnensystems. Es zeigt die fünf Planeten. Avrius, Pornitus, Wernicus, Silens und Frobbel. Welcher ist welcher? Man kann sie anhand ihrer Größe unterscheiden. Wie okay, auch anhand eins. Ihrer Farbe, ihrer elementaren Zusammensetzung und ihrer Namen. Aber hier ist nur das, was... Was ist das hier für eine Skizze? Das ist eine schematische Darstellung unseres Sonnensystems. Es zeigt die fünf Planeten. Bla bla bla. Avrius, Pornitus, Wernicus, Silens und Frobbel. Welcher ist welcher? Man kann sie anhand ihrer Größe unterscheiden. Wie auch anhand ihrer Farbe, ihrer... Aber das weiß doch jeder. Okay. Dann wäre violett rein theoretisch hier unten. Grün wäre dann hier. 3 wäre rot, das wäre hier. Gelb wäre dann da. Mit dem Getriebe scheint alles in Ordnung zu sein. Das lasse ich besser in Ruhe. Kurbel. Lieber nicht. Wenn ich die Kurbel direkt in die Zahnräder stecke, mache ich es am Ende noch kaputt. Mann, das Zeug, das Ding macht mich nervig, narrisch. So, so. Gelb. Ach Quatsch, ich depp. Hier. Hier. Das erste wäre violett. Das zweite wäre gelb. Gelb-grün. Grün ist das kleinste. Eins violett. Eins violett. Zwei wäre gelb. Das wäre dann hier. Nee, Quatsch. Hier. 3 wäre rot. Das wäre hier perfekt. 4 wäre orange. Und 5 wäre grün. Ja.
lieber nicht. Wenn ich die Kurbel direkt in die Zahnräder stecke, mache ich es am Ende noch kaputt. Irgendwie. Schauen wir uns mal die allwissenden Lexikas an. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Bernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Ja, Nochmal bitte. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Bernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte. Och, Bulli, nicht so schnell. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Boah, geht es noch schneller? Jetzt Moment da mal Frobel. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Bernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Vernius. Vernius ist größer als Frobel. Mal sehen. Vernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber Frobel. Hier ist ein Band über Malsee. Bernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobel wird häufig vom zweitgrößten. Eins nach dem anderen, bitte. Hier ist ein Band. Malsee. Bernicus, der mittlere Planet, heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobel wird häufig vom zweitgrößten Planeten größer verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. So. Aha. Pornitus immer kleiner. Hier ist ein Band. Malsee. Bernicus, der mittlere Planet, heißt von der Sonne aus werden die Planeten immer. Silens ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Der zweitgrößte, aber nicht der zweitkleinste. Oder?
Hier ist Antmalbern, der mittlere von der Sonne aus. Silenz ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber so. Nicht der zweitkleinste. Frobbel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verwechselt, der aber eine nicht Position näher zur Sonne steht. Aha. Zweit kleinste. So, und dann haben wir bloß noch eins, oder? Silenz, der mittlere Planet von der Sonne aus werden die Silenz ist der zweite Planet im Sonnensystem. Frobbel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Frobbel wird vom zweiten verdunkelt. Hier ist ein Malberg, der mittlere von der Sonne aus. Silenz ist der zweite. Frobbel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Wird vom zweitgrößten verdunkelt, der... Oh, ich habe eine Auffassungsgabe wie eine Ameise. Von der Sonne. Silenz ist der zweite Planet im Sonnensystem. Frobbel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Eine Position näher zur Sonne. So. Wo ist der Deckel? Hier. So. Wisst, was ihr macht? Ich möchte euch da jetzt nicht allzu lange mit hinreißen. Ich mache hier mal einen Cut und wenn ich es rausgefunden habe, mache ich weiter. Bis zum nächsten Mal. Servus.